Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Sonntagsprognose der 1. FC Kaiserslautern gegen Schalke 04. Ja, das Spiel wird das frühere Sonntagsspiel sein. Und bei Kaiserslautern die Aufstellung wurde komplett nochmal umgeschmissen. Bei Schalke sehr wenige Veränderungen. Nachdem es Schalke ja geschafft hat, in der Europa League eine Runde weiterzukommen, jetzt gegen Atletico Bilbao. Als dieser Gegner heute Kaiserslautern, und Kaiserslautern erhofft sich viel von heutigem Spiel. Die Aufstellung beider Mannschaften übernommen von kicker.de stand Freitag. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich im Spiel wieder. Tja, und hier geht es jetzt Anstoß für den 1. FC Kaiserslautern, die eine totale Umschmeißung haben in der Aufstellung. De Witt jetzt auf Jessen. Jessen auf Wagner. Wagner jetzt auf den Flügel. Jessen wieder Wagner. Schön auszuspielen. Die Schalke Abwehr hier, die Kaiserslautern vollends machen. Brauchen Punkte, um nicht runter abzusteigen. Sie brauchen die Punkte und Schalke braucht es auch, um weiter anzuschließen an die Spitzengruppe um Dortmund und Bayern und Gladbach. Jetzt Wagner auf Derstroff. Derstroff gegen Papadopoulos, De Witt, Borisjuk. Borisjuk zu Gadubasu schießt und Wildebrand hält. Der ist Aktion nach 6 Minuten für Kaiserslautern und Hildebrand musste halten. Fuchs jetzt auf Raoul. Raoul, der versucht zu Fuchs, wieder zurück. Holtby jetzt auf Draxler. Zurück zu Jones. Fafan. Uchida. Fafan wieder zurückgespielt, ob so geplant war. Wer weiß, Holtby aber jetzt auf Huntela. Draxler. Auf den Flügel Uchida gegen Tiffert. Zu Fafan. Fafan verliert den Ball und Kaiserslautern jetzt im Angriff. Tiffert jetzt nach vorne. Ist Derstroff. Derstroff war nicht im Abseits gegen Martin. Derstroff kann schießen. Martin kann den Ball aber noch abnehmen. Also, Einwurf hier zu Kaiserslautern. Nach 12 Minuten wieder die schöne Chance. Kaiserslautern ein Tor zu machen. Den Punkt zu holen. Jetzt De Witt. De Witt zu Derstroff. Derstroff zu Sugata. De Witt. Wagner. Wagner. De Witt. Sugata. De Witt. Derstroff. Sugata. Derstroff. Sie müssten jetzt mal einen Angriff wagen. Einen Schuss machen. Wagner. Tiffert auf dem Flügel gegen Fafan und Uchida. Tiffert immer noch. Zurück zu Jessen. Auf De Witt. De Witt auf Scooter. Scooter und Boris. Schießt und abgefälscht, oder? Ja, abgefälscht. Es gibt Ecke. Kaiserslautern Tiffert mit ausführen. Tiffert schießt und unten Abel. Und Abel nur am Posten. Das wäre beinahe die 1-0 Torschuss gewesen für Kaiserslautern. Nach der schönen Ecke, die den Kopf gut getroffen hat und den Posten leider nur. Sukuta Pasu jetzt mit Pass auf David. Also Kaiserslautern sieht seine Chancen, hat jetzt schon drei Torchancen. Und ja, Schalke bisher noch keinen einzigen Schuss auf Tor. Wagner also jetzt gegen Papadopoulos. Unten hätte er passen können. Wahrscheinlich nicht die Möglichkeit gesehen oder zu riskant gewesen. Jetzt David wieder zurück auf Wagner. Das schöne Doppelpass spielt Wagner und David. Derstroff jetzt gegen Martip. Derstroff kommt durch. Derstroff schießt. Aber schön, dass die Schalke Abwehr auch hier blocken kann. Draxler also jetzt auf Holtby. Holtby jetzt müsste mal einen langen Lauf mal oder einen Passanspruch versuchen. 15 Minuten immer noch 0:0. Jones also jetzt auf Draxler. Draxler immer noch im Ballbesitz. Fafan. Draxler jetzt auf dem Flügel gegen Jessen.
Draxa schießt und der Kopfball und das Tor 1:0, 28 Minute. Hundela. Schalke führt also jetzt hier gegen Kaiserslautern 1:0. Hier nochmal die schöne Flanke, der Kopfball und Trass. Einfach nur krass. Simpel überfordert. Und ja, trotz drei Chancen schon für Kaiserslautern und dem fast beinahe 1:0 macht Schalke es in Wach mal per Kopf in den paar kurzen Chancenminuten, die sie hatten. 30 Minuten 1:0 für Schalke, das sind wichtige Punkte und Kaiserslautern ist gefragt. Dick also jetzt auf De Witt, De Witt. Ich nenne immer mal gerne den Witz. Also De Witt wird angegangen, aber kein Foul. Raoul jetzt auf Draxler. Draxler zurück zu Raoul. Draxler. Holtby. Fafan. Huntela. Fuchs jetzt auf den Flügel. Könnte flanken. Er flankt und Raoul daneben. Das wäre das 2:0 gewesen. Sippel also jetzt mit dem Abstoß von hinten. Nach 36 Minuten und Kaiserslautern wahrscheinlich mit der Chance. Nein, Schalke hat den Ball doch. Verfangen also jetzt auf Draxler, zurück auf den Flügel, auf Uchida. Uchida zurück zu Draxler. Draxler auf Huntela. Huntela jetzt gegen Simonek. Huntela über den Ball. Huntela zu Raoul. Raoul zu Draxler. Draxler liegt im Abseits. Draxler wird aber auch schon attackiert und der Ball ist weg. Jetzt De Witt mit Kaiserslautern auf Derstrop. Derstrop unten zurück zu De Witt. De Witt also jetzt gegen Raoul. De Witt macht einen Rückzieher. De Witt. 41 Minuten gleich Halbzeit. Schalke führt 1:0. Derstrop also jetzt auf Sukutapasu. Sukutapasu auf Wagner. Wagner. Immer noch Ball. Tiffert gegen Uchida. Und Tiffert verliert den Ball. Und Schalke hat den Ballbesitz. Jetzt gibt es noch eine Chance oder wird abgepfiffen. Draxler jetzt. 44. Minute gleich wird abgepfiffen. Und vorne, da vorne ist Abseits gewesen. Genau dahinter war das Abseits. Gut gesehen von dem Linienrichter. Muss man auch wieder zugeben. Die machen auch ihren guten Job, auch wenn sie in FIFA verhasst werden. Die Schiedsrichter besonders für umstrittige Entscheidungen. Huntela jetzt also gegen Holtby. Aber dieser Fehlpass und es wird abgepfiffen das Spiel. Zur Halbzeit steht es 1:0 für Schalke. 28 Minuten. Huntela, wir sehen uns in der nächsten. Weiter geht's mit den 42 Minuten. Zweiten 45 Minuten. Schalke jetzt im Ballbesitz führt 1:0 und jetzt Huntela auf Draxler gegen Jones, jetzt Jones, Draxler. Draxler verliert den Ball, Kaiserslautern jetzt mal vielleicht mit der Chance, mit einer Torchance vielleicht, der ist drauf. Auf den Flügel ist Borisjuk. Borisjuk wird auch nicht angegangen, denn das ist auch wieder der Strop gegen Martin. Martin kriegt den Ball her, versucht den weiten Rausschlag und holt mir jetzt auf Fuchs auf den Flügel. Fuchs jetzt wieder zurück zu Holtby. Holtby jetzt auf Draxler. Draxler gegen Huntela. Huntela gegen auf Fuchs gegen eine beziehliche Vielzahl von den Kaiserslautern-Verteidiger, aber Kaiserslautern jetzt im Ball. De Witt jetzt müsste einen großen Angriff wagen mit Wagner. Sukutapasu jetzt auf Borisjuk, wieder zurück zu Sukutapasu, Dick jetzt auf dem Flügel. Kaiserslautern ohne Ideen, also nicht mehr so gut wie in den ersten paar Minuten nach Beginn der ersten Halbzeit. Wagner jetzt auf Tiffert. Tiffert auf Jessen. Jessen auf De Witt. Sukuta. Derstrop. Derstrop. Und Fuchs schießt den Ball ins Aus. Einwurf für Kaiserslautern. 56. Minute. Und Derstrop. Geil abseits. Dick.
versucht zu flanken, aber Hildebrand kommt vor Wagner dran. Hildebrand also jetzt auf Raoul, auf Matip Jones jetzt. Fafan wird nicht attackiert, holt die ebenso nicht. Huntela jetzt mit der Möglichkeit auf den Flügel zu Fuchs und wieder zurück zu Holtby und Holtby wieder zurück zu Fuchs und damit die Flankenmöglichkeit, die es auch gibt. Aber Kaiserslautern kann den Ball für sich behaupten. Derstrom also jetzt gegen Angriff 61 Minuten weiter 1:0 für Schalke 04. Und da haben wir David. Und Wagner geht nicht mit, deswegen Papadopoulos kann den Ball für sich entscheiden. Oshida also jetzt mit Pass auf Fafan jetzt. Auf Draxler. Rück auf Fafan gegen Abel. Fafan könnte flanken. Fafan passt auf Draxler. Draxler passt zurück auf Fafan. Fafan auf Holtby. Holtby schießt daneben. Genau, Sechserung. Schächter kommt und der Stroff geht. Nach 65 Minuten die erste Auswechslung bei Kaiserslautern. Und jetzt Abel auf Skuta. David. Borisuk. Dick. Und wieder Borisuk oder Holtby. Und Holtby verliert den Ball. Und jetzt Borisuk. Und der Ball, der daneben geht. Schöne Möglichkeit von Kaiserslautern. Da war der Fuß. Nee, da war der Kopf noch dran. Also, das war doch mal eine lustige. Oder eine komische Kopfball-Situation, muss man sich mal bedenken. Kaiserslautern springt in die gegengesetzte Richtung des Balles, kann den aber mit dem Kopf noch beinahe reinmachen und somit die Gefahrensituation für Hildebrand. 70 Minuten, das 1:0 steht noch auf wackeligen Beinen, denn Kaiserslautern sieht wieder Potenzial der Kopfball, aber gleich eine Sache für Hildebrand, den zu halten. Allerdings Draxler jetzt mit den Vormarsch verliert, aber auch schon wieder Ball. Tiffert also jetzt. Sucht und findet Wagner. Wagner gegen Papadopoulos. 73. Minute. Immer noch Wagner auf Tiffert. Skuta jetzt. Skuta zurück zu Wagner. Wagner wird nicht angegangen. Wagner immer noch. David, der schießt. Der trifft. 75 Minute 1:1. Das 1:1, David, 75. Minute für den Ausgleich. Schalke war wahrscheinlich überraschend gekommen. Dieser Ausgleichstreffer, vielleicht macht Kaiserslautern ja noch den Führungstreffer. Sie haben ja noch was Zeit, sollten sich allerdings beeilen und wieder so schnell spielbar, wie sie es eh gerade gemacht haben. Aber jetzt Huntela, jetzt aber wieder Kaiserslautern am Ball. Simonek auf Borisuk. Borisuk zu Dick jetzt sucht eine Möglichkeit. Skuta Pasu jetzt auf Schächter. Schächter ist kein Schlechter, denn der passt zu Borisuk. Mein Gott, man kann bei Kassel echt gute Wortspiele machen. Martip kann den Ball abnehmen. Fuchs kann und schafft es auf Raoul zu passen, der auf Draxler auf Jones. Verfahren jetzt. Auf Draxler jetzt Huntela jetzt, da war der Fehlpass. David jetzt 81. Minute. Jessen Tiffert Simonek Wagner Skuta Jessen Skuta Wagner Skuta Jessen Skuta David. Also, Kaiserslautern scheint mit den Unentschieden zufrieden zu sein. Schalke allerdings nicht, denn Kaiserslautern spielt ruhig mit mehr Ballbesitz. Davon allerdings Borisuk. Der kann direkt auf Schächter weiterleiten. Schächter, Wagner, Schuss, Tor, 2:1. Und Kaiserslautern führt 7 Minute Wagner. Hildebrand kommt zu weit vor, kann den Ball also nicht mehr richten mit Mann. Die Schalke begreift Wagner nicht an. 87 Minute, eine verdiente Führung für Kaiserslautern. Das Spiel ist gleich vorbei. Kann Schalke noch den Ausgleich machen?
innerhalb 3 Minuten plus Nachspielzeit. Huntela jetzt am Ball. Schalke ist gefordert. Sie wollen diesen Qualifikationsplatz zur Champions League natürlich nicht verlieren. Und sie wollen natürlich auch an die Spitzengruppe dranbleiben. Draxler jetzt auf Holpi. Holpi könnte passen. Ja. Es war wohl eher ein Passversuch von Holpi, der daneben ging. Also wahrlich nicht eine große Aktion, 89. Minute, das Spiel ist gleich vorbei, Sibbel jetzt. Und Kaiserslautern braucht sich nicht zu beeilen, eine Minute wird nachgespielt. Allerdings jetzt Schalke im Ball. Spiel geschehen, Draxler auf Huntela. Sie haben noch ein bisschen Zeit. Schalke kann doch das Tor zum Unentschieden machen, macht aber den Fehlpass. Und das Spiel wird abgepfiffen und Kaiserslautern gewinnt das Spiel hier. 2:2, der Witt 75. Wagner 87. nachdem Schalke 1:0 nach 18 Minuten geführt hatte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, drückt den Daumen nach oben. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, abonniert mich gerne und schreibt in den Kommentaren dazu, wie ihr das Spiel fandet oder was noch verbessern kann oder was gut gefallen hat. In dem Sinne sehen wir uns in einer zu meiner nächsten Prognose. Tschüssi!